In diesem Video geht es um die sogenannte Finite-Differenzen-Methode. Darunter versteht man ein Verfahren zum näherungsweisen Lösen von Differentialgleichungen. Dieses ist sehr universell einsetzbar und ist nicht nur auf Probleme in der Elektrotechnik oder auf die Berechnung von elektromagnetischen Feldern beschränkt, sondern kann halt generell zur Lösung von Differentialgleichungen eingesetzt werden. Ein großer Vorteil dieser Methode ist, dass die auf einem relativ einfachen Prinzip beruht. Und um das zum Anfang nicht zu verkomplizieren, ist es schlau, sich das Ganze erstmal in einer Dimension anzuschauen. Diese Dimension könnte eben eine Raumdimension sein oder die könnte zum Beispiel auch eben die Zeit sein. Es ist sicherlich schlau, sich das Ganze an einem Beispiel anzuschauen. Dazu können wir ein einfaches Schaltbild nehmen. Wir nehmen mal eine Spannungsquelle und einen Widerstand. Und über diesen Widerstand wird ein Kondensator aufgeladen, also ein Widerstand R und ein Kondensator C. Und diese Spannung hier ist eine Quellspannung Q. Und das, was jetzt mal interessieren soll, ist diese Spannung über dem Kondensator, die nenne ich mal einfach U. So, und ohne jetzt allzu tief hier in die Netzwerktheorie einzusteigen, kann man, wenn man jetzt eben den Maschensatz aufstellt und die Stromspannungsbeziehung da einsetzt und eben einsetzt, dass der Strom durch den Widerstand und der Strom durch diesen Kondensator hier der gleiche sind, dann kann man folgende Differentialgleichung aufschreiben, dass die Quellspannung mal R gleich ist wie R mal C mal die Ableitung von dieser Spannung. Also diese Spannung hier wird natürlich eine Zeitfunktion sein, die sich über der Zeit ändert. Also R mal C mal die zeitliche Ableitung dieser Spannung und dann plus die Funktion dieser Spannung an sich. So, das ist jetzt die Differentialgleichung, die dieses Netzwerk beschreibt. Und die Lösung dieser Differentialgleichung ist eben eine Lösung für diese Zeitfunktion der Spannung. Jetzt könnte man diese Differentialgleichung lösen. Das ist jetzt eine erste Differentialgleichung erster Ordnung. Die wäre noch recht einfach zu lösen und man kann hier drauf schauen. Hier muss die Ableitung der Funktion und die Funktion zusammen irgendwie eine Konstante ergeben oder zumindest was anderes ergeben. Also müssen die beiden irgendwo gleich sein. Die beiden sind dann gleich, wenn diese Funktion hier einer E-Funktion entspricht, weil dann eben die Funktion an sich und die erste Ableitung gleich sind. Also wenn man die lösen würde, würde da eben rauskommen, die Lösung ist eine E-Funktion. So, jetzt möchte man diese Gleichung aber eben nicht so ganz klassisch lösen, sondern man möchte die numerisch lösen, weil solche Differentialgleichungen natürlich auch mal komplizierter sein können und dann ist das nicht mehr so einfach, die eben streng analytisch zu lösen. Also näherungsweises Lösen numerisch. So, wie ist jetzt das Grundprinzip? Es gibt drei Schritte. Der erste Schritt ist, man diskretisiert das problemrelevante Lösungsgebiet, also das räumliche oder das zeitliche. In unserem Fall ist das eben ein zeitliches Gebiet, weil die Funktion ja von der Zeit abhängt, durch ein Gitter. So, und da wir jetzt eben in nur einer Dimension sind, ist das Gitter ja nicht so wirklich ein Gitter, sondern ist eigentlich eher sowas wie ein Zahlenstrahl oder eben ein Zeitstrahl. Ich male mal eine Zeitachse hin und schreibe daran, das ist die Zeitachse. Und ein Gitter heißt jetzt eben, man kennt oder man möchte Strom und Spannung oder eben die Werte, in diesem Fall die Spannung, nur noch zu bestimmten Zeitpunkten berechnen oder eben die Funktion nur noch zu bestimmten Zeitpunkten kennen. Und diesen Zeitpunkt, also irgendwo gibt es einen Zeitpunkt T0 und dann gibt es mal einen Zeitpunkt T-1 und T1 und T2 und so weiter und so fort. Und zu diesen Punkten kennt man jetzt eben den Funktionswert oder möchte den berechnen. Dazwischen weiß man nicht so richtig, was passiert. Da könnte man wieder annehmen, dass das eben sich linear verhält dazwischen. Und diese Schrittweite zwischen den Schritten, die bezeichne ich mit H und die soll mal konstant sein, sodass diese Schritte wieder äquidistant sind. So, der nächste Schritt ist, dass man jetzt die vorgegebene Differentialgleichung, also diese hier oben, durch eine sogenannte finite Differenzengleichung ersetzt, die eben auch dieser Methode ihren Namen gibt. So, was passiert dabei? Die infinitesimalen, unendlich kleinen Differenzen, letztendlich die Ableitung hier drin, die versucht man eben durch finite, also durch endlich kleine Differenzen zu ersetzen.
und damit aus der kontinuierlichen Funktion, also aus der Funktion u hier oben, eine diskrete Funktion zu machen. Und diese finite Differenzengleichung, die man dann aufstellt, die verknüpft eben die Werte von der diskreten Funktion zwischen diesen Gitterpunkten, die hier auf diesem Strahl liegen. So, wie sieht das Ganze jetzt aus? Also wir haben diesen Strahl, wir haben jetzt hier oben die normalen Zeiten. Jetzt überlegt man sich eben, es ist besser oder es ist für die Schreibweise einfacher, wenn man jetzt eben nicht mehr hier hinschreibt t minus 1, sondern sagt, das ist einfach der Zeitschritt minus 1, das ist der Zeitschritt 0, das ist der Zeitschritt 1, das ist der Zeitschritt 2 und so weiter. Und diese Zeitschritte, die bezeichne ich mal mit k. So, das heißt, die Zeit tk, die wäre sowas wie k mal h, k mal dieser Zeitschritt, und k wäre eben eine ganze Zahl, wäre aus dem Bereich der ganzen Zahlen. So, und jetzt versuchen wir eben aus dieser kontinuierlichen Funktion diese diskrete Funktion zu machen, also aus allen Zeitschritten oder für alle Zeitpunkte schreiben wir jetzt eben nur noch diesen Schritt hin, und aus der kontinuierlichen Funktion zum Zeitpunkt tk wird jetzt eben diese diskrete Funktion, für die diskrete Funktion schreibe ich ein großes u, und das große u hängt dann eben von k ab, von dieser Schrittanzahl. So, und jetzt muss man sich überlegen, naja, wie kann man halt diese erste Ableitung da irgendwie ersetzen, diese erste Ableitung approximieren. Das probieren wir jetzt, das versuchen wir jetzt rauszukriegen, und zwar unter der Voraussetzung, dass diese Schrittweite eben mal sehr klein ist. Naja, sehr klein gegenüber was, ist halt schwierig zu sagen. Ich sag mal einfach kleiner als 1, die soll halt irgendwie klein sein. Ne? Kleine Schrittweite. So, und jetzt kann man diese Funktion hier, man weiß ja noch nicht, wie die aussieht, aber man könnte von der halt mal eine Taylor-Entwicklung machen. Also die Funktion der Spannung an der Stelle t plus h, ne, also wenn wir von hier aus gucken und dann eben einen Schritt weiter mal eine Taylor-Entwicklung machen. So, wie sieht das aus? Dann braucht man eben die Spannung erstmal an der Stelle t. Dann brauchen wir diese Schrittweite mal die erste Ableitung der Funktion an der Stelle t, und wenn man das noch weitermacht, dann würde da eben noch h Quadrat mal die zweite Ableitung der Funktion an der Stelle t durch 2 rauskommen und h hoch 3 mal die dritte Ableitung der Funktion an der Stelle t durch 6 oder eben durch 3 Fakultät, und dann geht das immer so weiter und so fort. So, und jetzt stellen wir fest, naja, das ist eigentlich schon mal ganz gut. Hier taucht die erste Ableitung drin auf und hier taucht eben die Funktion auf an der Stelle t, ne? Und eben an einem Schritt weiter. Also die erste Ableitung könnte man jetzt hier eben aufschreiben aus der Funktion an der Stelle und aus der Funktion der Stelle einem Schritt weiter. Das wäre sozusagen eine einseitige Abschätzung der ersten Ableitung. Und dafür würden wir mal sagen, dass das hier hinten, das wäre jetzt ein Fehler, den nenne ich mal irgendwie O, der von der Ordnung h Quadrat ist. Ne? Also da geht jetzt noch irgendwie die Schrittweite zum Quadrat und die Schrittweite hoch 3 und so weiter ein. Und wir haben ja gesagt, die Schrittweite soll sehr klein sein. Wenn man das sehr Kleine dann quadriert oder eben hoch 3 nimmt, dann wird das noch kleiner, noch kleiner. Also dieser Fehler hier, der wird schon klein, noch nicht so super klein, aber der ist schon ganz klein. So, jetzt kann man mit dem Rest, wenn man diesen Fehler hier mal vernachlässigt, diese erste Ableitung approximieren, einseitig abschätzen. Und dann steht da u' von t ergibt sich eben aus diesem Term hier minus diesem Term und durch die Schrittweite. Also u von t plus h minus u von t und dann geteilt durch die Schrittweite h. So, und genau das, ich
machen wir einen roten Pfeil rüber. Genau das können wir jetzt auch mit Hilfe von dieser diskreten Funktion schreiben, die eben von diesen diskreten Zeitpunkten oder von diesen diskreten Gitterpunkten, Schrittpunkten k dort abhängt. Das wäre dann eben also groß U, die Ableitung von der Funktion groß U an der Stelle k, wäre eben näherungsweise so groß wie die Funktion groß U an der Stelle k plus 1 minus groß U an der Stelle k. Und das Ganze geteilt durch die Schrittweite. So, das wäre jetzt eine einseitige Abschätzung dieser ersten Ableitung. Jetzt kann man sich noch überlegen, naja, wie kann man diesen Fehler hier, der mit dem h-Quadrat eingeht, wie kann man den noch ein bisschen kleiner machen? Naja, indem man vielleicht so eine zweiseitige Abschätzung probiert. Also wir nehmen mal noch eine zweite Taylor-Reihe oder eine zweite Taylor-Entwicklung an der Stelle t minus h, also von einem Punkt mal in die andere Richtung geguckt. So, und dann brauchen wir eben ja auch wieder die Funktion an der Stelle u von t, jetzt eben minus h mal u Strich, dann wieder plus h Quadrat u Strich Strich an der Stelle t durch 2 und minus h hoch 3 u Strich 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 an der Stelle t durch 6 und plus und so weiter. So, wenn wir jetzt mal die erste Gleichung mit 1 bezeichnen, ist das hier, und mal die zweite Gleichung mit 2 bezeichnen und jetzt an der Stelle eben mal die Differenz von diesen bilden, also 1 minus 2, dann kann man sich schon kurz überlegen, was da rauskommt. Also auf der Seite ist es einfach die Differenz. Also u von t plus h minus u von t minus h. So, und ja, dieser Wert hier, der hebt sich einfach auf oder der wird subtrahiert, er addiert sich zu 0 und also der fällt weg. Und jetzt haben wir eben den Term minus minus ergibt plus, also kriegen wir zweimal diesen Term. 2 mal h mal u Strich an der Stelle t. Dann der nächste ist wieder genau der gleiche, der addiert sich wieder zu 0 und hier den bekommen wir dann auch wieder zweimal. Also plus 2 mal h hoch 3 u Strich 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 von t durch 6 und dann plus und so weiter. So, und wenn wir jetzt mal hier drauf schauen, wir kriegen wieder die erste Ableitung raus, die können wir jetzt ausrechnen aus dem Schritt davor, aus dem Schritt davor und aus dem Schritt danach. Und man bekommt nur noch einen Fehler dritter Ordnung. Und also wo das h hoch 3 drin steckt, ein Fehler dritter Ordnung. Und wenn dieses h, so wie hier oben gezeigt, eben sehr, sehr klein sein soll, dann ist irgendwas Kleines hoch 3 noch viel kleiner und dann wird dieser Fehler hier halt sehr klein. So, und die Gleichung kann man jetzt eben benutzen, um eine zweiseitige Abschätzung dieser ersten Ableitung zu bauen. Die lautet dann u' von t ist näherungsweise so groß wie u von t plus h minus u von t minus h. Und das Ganze geteilt durch 2h. So, und jetzt kann man das in dem gleichen Sinne wie hier oben. Wir ersetzen die Zeiten wieder durch die Schritte und wir ersetzen die kontinuierliche Funktion in Abhängigkeit der Zeit durch diese diskrete Funktion in Abhängigkeit des Schrittes. Und dann steht da u von u' von k ist eben näherungsweise so groß wie u von k plus 1 minus u von k minus 1 und das Ganze geteilt durch 2h. So, und diese beiden Abschätzungen für die erste Ableitung, die kann man jetzt eben nutzen und kann die dort oben einsetzen. So, jetzt sagen wir mal, diese Abschätzung hier unten, die ist ja irgendwie genauer, weil da eben der kleinere Fehler auftaucht.
Also nehmen wir mal die und wandeln jetzt genau in diesem Sinne diese Differentialgleichung hier oben um. Dann steht da UQ ist gleich R mal C mal, also die Funktion Groß U an der Stelle K plus 1 minus U an der Stelle K minus 1 geteilt durch 2H und dann plus Groß U an der Stelle K. So, jetzt sieht man, wir können das U zum Zeitpunkt K plus 1 oder U an der Stelle K plus 1 ausrechnen, wenn wir das U von K wissen und das U von K minus 1 wissen. Naja, das ist jetzt schon ganz nett, aber im Normalfall, naja, was braucht man, um jetzt eben diese Differentialgleichung erster Ordnung zu lösen? Man braucht eine Anfangsbedingung. Wir müssen eben festlegen, welche Ladung oder welche Spannung ist eben zum Zeitpunkt 0 auf diesem Kondensator drauf. Ne? Was ist die Anfangsbedingung? Welche Ladung, welche Spannung? Auf welche Spannung ist dieser Kondensator aufgeladen? Das wäre eine Anfangsbedingung, um diese Differentialgleichung erster Ordnung eindeutig zu lösen. Also das könnte halt zum Beispiel dieses k minus 1 sein, aber dann hätte diese Gleichung eben trotzdem noch zwei Unbekannte, uk und u von k plus 1. Das heißt, die Gleichung ist ganz nett, aber so für den ersten Schritt wird die uns noch nicht helfen. Dafür brauchen wir vielleicht einmal diese einseitige Abschätzung hier. Also schreiben wir es nochmal auf. Dann steht da UQ ist gleich R mal C. Und jetzt eben diese einseitige Abschätzung eingesetzt. U von K plus 1 minus U von K durch, nicht durch 2, nur durch einmal H. Und dann wieder plus das U von K. So, und jetzt können wir eben für das U von K hier das U zum Zeitpunkt 0 zum Beispiel einsetzen, die Anfangsbedingungen einsetzen, können damit das U von K plus 1 ausrechnen, indem man die Gleichung jetzt in diese Richtung umstellt. Dann haben wir aus dem nullten Zeitschritt den ersten Zeitschritt ausgerechnet und dann können wir den nullten und den ersten Zeitschritt hier ausrechnen, daraus den zweiten Zeitschritt ausrechnen. Und wenn man dann den ersten und zweiten einsetzt, dann kann man hier den dritten Zeitschritt ausrechnen und so weiter und so fort. Also kann man iterativ mit diesen beiden Gleichungen, mit der ersten Gleichung, den aus dem nullten den ersten und mit der Gleichung, mit der oberen Gleichung, alle weiteren Zeitschritte daraus ausrechnen. Und damit ist diese Differentialgleichung gelöst. Man weiß jetzt eben, man kennt jetzt die Werte dieser diskreten Funktion an jedem Gitterpunkt. Und damit hat man mit dieser diskreten Funktion eine approximative Lösung der ursprünglichen Differentialgleichung für diese kontinuierliche Funktion U gefunden. Das ist so die Idee, die dahinter steckt. Also die drei Schritte nochmal kurz zusammengefasst. Man diskretisiert das Gebiet, man ersetzt die vorgegebene oder die zu lösende Differentialgleichung mit Hilfe dieser finiten Differenzengleichung in eine solche Form, wo eben diese diskrete Funktion auftaucht, dann ergibt sich ein Gleichungssystem, das man dann eben iterativ in diesem Fall hier zum Beispiel lösen kann. Unter Berücksichtigung der Anfangs- und der Randbedingungen. Und in diesem Fall wäre die Anfangsbedingung zum Beispiel, welche Spannung ist hier vorher auf dem Kondensator drauf. So, jetzt muss man sich nur noch zum Schluss überlegen, wie kann man das Ganze jetzt eben vielleicht für die zweite Ableitung machen? Und für die zweite Ableitung muss man nun mal hier unten ein bisschen großzügig Platz schaffen und mal diesen Teil hier unten wegnehmen. Und zwar ist die Idee, um die zweite Ableitung herauszufinden, einfach die Summe von diesen beiden Taylor-Entwicklungen zu nehmen. Und zwar wollen wir mal 1 plus 2 rechnen. Dann steht da U von T plus H plus U von t minus h. So, und jetzt addieren sich diese beiden Terme hier genau zu 2 mal U von t. Dieser Term mit der ersten Ableitung hier, der fällt jetzt genau weg. Der addiert sich zu 0 und dafür addiert sich halt der nächste Term wieder. Also 2 mal h Quadrat U Strich Strich
von t durch 2. Der Term dritter Ordnung, der würde wieder wegfallen. Und dafür würde man jetzt eben einen Term vierter Ordnung bekommen. 2 mal h hoch 4. Die vierte Ableitung, ich spare mir jetzt mal hier freie Striche zu machen und schreibe dafür lieber in Klammern 4 hin. Damit ist jetzt nicht u hoch 4, sondern die vierte Ableitung gemeint. An der Stelle t durch 4 Fakultät, was eben 24 wären. Und dann geht das immer so weiter und so fort. Und jetzt kann man schauen, in der Gleichung taucht eben die zweite Ableitung auf. Es taucht die Funktion an der Stelle t auf und es taucht der nachfolgende Gitterpunkt und der vorhergehende Gitterpunkt auf. Ja, und das hier hinten könnten wir eben wieder sagen, das wäre ein Fehler der von der vierten Ordnung dieser oder von der vierten Potenz dieser Schritt weiter abhängt. So, jetzt kann man diese Gleichung natürlich nehmen, um eine zweiseitige Abschätzung dieser zweiten Ableitung dorthin zu schreiben. Dann würde da stehen, u' von t ist eben näherungsweise so groß wie die beiden Zweien hier, die kann man an der Stelle vielleicht mal wegkürzen zur Vereinfachung. So, und dann sieht man, also wir brauchen diese Terme, das muss mit Minus auf die andere Seite, also steht dort u von t plus h minus 2 mal u von t plus u von t minus h und das Ganze geteilt durch h Quadrat. So, und wenn ich jetzt diese Bezeichnung dieses Fehlertermes und vielleicht diesen ganzen Fehlerterm hier drüben mal kurz wegmache, dann ist dort ein bisschen Platz vorhanden, um jetzt noch die Variante hinzuschreiben, wie diese zweite Ableitung jetzt eben in der Schreibweise mit der diskreten Funktion aussieht. Dann steht da die zweite Ableitung dieser diskreten Funktion an der Stelle k ist eben näherungsweise so groß wie der Wert an der Stelle k plus 1, dann minus 2 mal der Wert an der Stelle k plus der Wert an der Stelle k minus 1 und das Ganze geteilt durch h Quadrat. So, und mit dieser Formel hier könnte man jetzt eben, wenn in dieser Differentialgleichung eine zweite Ableitung auftauchen würde, die zweite Ableitung ersetzen. Und dann würde man eine entsprechende Gleichung hier wieder rausbekommen, wo man dann eben auch wieder, womit verschiedene Gitterpunkte, also Vorgänger und Nachfolger verknüpft werden, sich daraus ein Gleichungssystem ergibt und man dieses Gleichungssystem lösen kann. Und ja, jetzt könnten da noch natürlich Ableitungen höherer Ordnung auftauchen. Auch diese Ableitungen kann man dann entsprechend genauso herleiten. Für die Elektrodynamik oder für die Feldberechnung ist das jetzt aber nicht so wichtig, weil da eben typischerweise nur Ableitungen bis zur zweiten Ordnung auftauchen. So, wenn man sich diese zweiseitige Abschätzung hier unten nochmal kurz anschaut und die mal so ein bisschen interpretiert, dann sieht man auch hier ist wieder, ne, es geht um den Punkt in der Mitte und um den zu berechnen, werden eben der Nachfolger und der Vorgänger benutzt und deswegen. Also der eigentliche Punkt liegt eben im Zentrum von dem Vorgänger, von dem Nachfolger und von dem Vorgänger. Und deswegen heißen diese Gleichungen, also die, die hier für die Approximation der zweiten Ableitung steht und die, die wir mal hier oben für die Approximation der ersten Ableitung eingesetzt haben, Zentraldifferenzennäherungsformeln. Ja, und diese Zentraldifferenzennäherungsformeln sind eben letztendlich die beiden wichtigen Sachen, die man von dieser ganzen Herleitung jetzt hier mitnehmen muss, um die finite Differenzenmethode zur Lösung einer Differentialgleichung anzuwenden.